Leute. Ich weiß gar nicht, was ich da momentan sagen soll. Also fangen wir mal so an. Ich habe zwischen Johannisthal, also zwischen dem U-Bahnhof Johannisthal und dem Bukower Damm, also Alt-Buko, eine Ruine entdeckt. Und das habe ich schon länger entdeckt. Also die wollte ich jetzt auch mal ausleuchten, aber man kommt da auch gar nicht rein. Da ist ein Bauzaun wieder vor und da ist auch nicht viel zu sehen, außer Gebüsch und Morast. Und ich habe die irgendwo hier entdeckt. Ich sag jetzt auch nicht genau die Stelle wo, weil Teile, die davon übrig geblieben sind, sollte man auch wahren. Und nicht nur das, sondern es ist saugefährlich hier reinzukommen, weil man kann den Lost Place nur noch erahnen, was es mal war. Also hier ist alles eingestürzt. Das war mal ein komplettes Haus und es ist alles kaputt und wirklich bis auf Donnerschlag eingestürzt. Und das ist wirklich heftig. Also ich bin immer draußen vorbeigegangen und ich denke, oh Gott. Und das ist wirklich so. Es ist alles komplett eingestürzt. Also die standen ein paar Jahre und ist alles komplett eingestürzt. Also man kann hier auch nicht mal rein, ne? Weil die ist fertig, die Ruine. Die ist einfach fertig. Und da ist noch etwas, was ich die ganzen Jahre immer mal sagen wollte. Also da ist ja vor 2 Jahren ein Mädel verschwunden. Das leuchte ich hier nochmal aus, damit man hier auch nochmal gucken kann. Da ist auch nicht mehr viel drin, außer der Keller. Also das, was von dem Keller übrig geblieben ist. Und das ist alles komplett praktisch eingestürzt. Das Haus stand auch ein paar Jahre noch. Und ich bin immer an diese Ruine gekommen oder wollte an diese Ruine rüber, weil ich so gedacht habe, meine Güte, weil hier sieht man auch nur das Grundstück und hier der Rest von der Ruine auf der einen Seite. Und ich wollte in Verbindung zu dieser Ruine etwas sagen, und zwar, also das Blub, das kennt man ja auch schon, oder noch als Ruine. Und ich muss jetzt mal etwas näher rangehen, dass ihr hier auch noch ein bisschen was seht, ne? Also das Blub kennt man auch als Ruine. Und das ist ein Privathaus zwar, aber es ist genau auf dem Schulweg, wo die 16-Jährige damals mal verschwunden ist. Und zwar im Stadtteil Berlin-Britz. Ich sag nicht, wo die Ruine ist, weil um halt noch Reste, die übrig geblieben sind, als Lost Place zu wahren. Aber ich sag nur so viel dazu. Genau auf diesem Schulweg ist damals diese 16-Jährige irgendwo verschwunden. Und ich habe immer die Ruine in Verbindung gebracht mit dem Verschwinden. Warum? Habe ich jetzt schockiert gesehen. Wenn man hier alleine reingeht, dann findet einen da keiner. Ich hoffe nicht, dass das so krass ist. Aber dann findet einen da keiner. Und hier kann ich auch noch mal
ausleuchten. Es ist zumindest das, was man ausleuchten kann. Und das ist das Grundstück zu der Ruine. Zumindest das, was auch von dem Grundstück übergeblieben ist. Ne? Und ich war immer geschockt, als das mit diesem Verschwinden. Ne? Und ich denk bis heute noch, oh nein, oh nein. Ne? Hier kann man auch noch mal reinleuchten. Es war riesig. Ich weiß nicht, was hier damals mal gestanden haben muss, aber das ist doch ein riesengroßes Grundstück, was zu dieser Ruine da hinten gehört. Und ich muss irgendwann mal jemanden fragen, wenn ich mal Zeit habe. Und man sollte ja auch, wenn, dann am Tag in diesen Lost Place gehen, weil nachts ist es natürlich nicht so schön, in diesen Lost Place reinzugehen, weil das ist ja Wahnsinn, was da noch zu dieser Hausruine da hinten ist. Also ich will bloß damit sagen, es ist alleine wirklich richtig gefährlich, in Lost Places zu gehen. Und deswegen, Leute, wenn man sowas sieht und man will mal kurz rein, dann bitte nicht alleine.